Ich war dieses Jahr auf einem Campingplatz, ja. Das sagt ja allen was. Ich sag mal, Zelten, das habe ich, glaube ich, zuletzt so in den 80er Jahren gemacht, wo man irgendwie Leute auf Kundgebungen kennengelernt hat. Ich hatte mal ein Studium begonnen und jetzt halte ich fest, auch abgeschlossen, ne? In Bochum. So, aber jetzt sage ich nichts mehr weiter über die Inhalte, weil das würde sonst vielleicht so ein bisschen ausschweifend sein. Ich fand es nie so wirklich aufregend, muss ich sagen, und blieb auch in dem Glauben, dass das eigentlich auch heute noch so ist. Also habe das eigentlich konsequent abgelehnt, habe mich aber in diesem Jahr überzeugen lassen, dass es eigentlich doch total super ist, einen Campingurlaub zu machen, und habe gedacht, ich mache so ein kleines Upgrade. Und macht dann zwar Urlaub auf dem Campingplatz, aber in einem Wohnwagen. Bei mir nebendran, da wohnte eine Familie, da kannst du glauben, das wären die Fußboys. Wirklich wahr. Die haben einen Hund, das ist der Ronny. Und dann heißt es auch immer nur, Ronny kommt zum Papa, kommt zur Mama. Und so jede die ganze Zeit. Furchtbar. Dann war ich in Norddeutschland im Südseecamp. Könnte man ja meinen, dass man da so eine Hitzegarantie hat. Zweiter Tag war ich dann erstmal warme Klamotten kaufen. Viel Familien, also Kleinkinder, Eltern und ganz patente Großeltern. Paare, die sich gegenseitig dann, an einem Tag war nämlich Sonne, da waren wir dann auch an dem tollen Badesee, die sich tatsächlich gegenseitig noch Hautunreinheiten entfernen. Und da habe ich echt gedacht, das geht gar nicht. Ich bin Selemos in der Pfalz gewesen, wo die ganze Verwandtschaft wohnt. Das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Die leben da an der Weinstraße, in Kaiserslautern, in Worms, überall sind sie verteilt. Ich kenne das noch so aus Freibadzeiten, auch, glaube ich, in den 80ern. Hatte ich eigentlich meinen Jahrgang schon genannt? Nee. Auf jeden Fall, und dann gab es noch die Single-Grüppchen. Die Damen-Singles, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich 30 waren, aber gefühlte 17, die dann mit so Dingseimern rumliefen, mit Sangria und nicht Schnorchel, wie heißt Strohhalm. Und dann so eine andere Herrengruppe, die hatten ganz schlimme T-Shirts an. Es war auch noch parallel zur EM, da flippen ja eh alle aus. Und da waren auch ganz schlimme Dinge, die da drauf standen, die kann man so gar nicht wiedergeben. Auch da bekam ich Herpes, was ich jetzt gestern erst in den Griff gekriegt habe. Couple of years ago, once upon a time, I went to school in England, near Brighton, for 1 year, and I suppose I was one of the most best students. In fact, I was one of the most brilliant minds of our generation. Hatte ja auch eine Chemietoilette, ne? Statt den klammen anderen Toiletten. Ach ja, genau, auf den anderen Toiletten. Da traf man dann abends auch noch, traf ich da gerne so zwei junge Frauen, die da Urlaub machten. Und die brachten dann immer ihre Wärmflasche mit hin, weil es ja alles viel zu kalt und klamm und nass war. Aber mein Wohnwagen war zu eng, als dass ich ihn da, dass sie da einladen konnte. Und die überlegten auch noch, wie man vielleicht irgendwie noch einen Föhn an einen Zigarettenanzünder in irgendeinem Auto anschließen kann, damit es wenigstens ein bisschen warm ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, muss das denn sein? Je parle très bien français, parce que quand j'étais 18 ans, quelque chose comme ça, j'étais vraiment amoureuse avec l'instructeur de la planche à voile. Das war mein Urlaub. Ich fühlte mich so ein bisschen verloren, weil ich war ja nun eher da als Single mit Kindern, ohne Großeltern, Limo-Trinker und mit einer super Haut. Aber wahrscheinlich mache ich es nächstes Jahr einfach nochmal.